Ich glaube auch, dass viel dazu beigetragen hat, dass ich der einzige Junge war in einer Gruppe von 20 Mädels. Glückspilz. So nämlich dieses so, wieso tust du das? Ist dir eigentlich schon mal sowas richtig Peinliches auf der Bühne passiert? Boah. Also würde schon öfters. Ja. Ich muss tatsächlich jetzt nicht überlegen, ob es was gibt, sondern was ich erzähle. Da hätte ich nämlich eine Frage. War das der Dreh, der von der Polizei gesprengt wurde? Ja, Fall. Du bist voll drin, so hier, Faust nach oben, Kopf. Sibylle, bring mir noch eine Rotweinschorle. Jawohl, genau so sieht's aus. Ja, tatsächlich aus Bayern. Ich bin hergezogen vor 3 Jahren für meine Ausbildung damals. Mhm. Und ja, seitdem bin ich hier. Für eine Ausbildung? Achso, ich habe Schauspiel studiert. Ich habe es sogar gesehen. Ich habe es sogar gesehen. Natürlich habe ich mich vorher ein bisschen informiert, ne, mit wem ich mich hier unterhalte. Wie man es so macht. Wie man es so macht, ne? Ja, cool. Genau, dann bin ich hergezogen und seitdem bin ich hier. Ich habe mich ein bisschen in die Mentalität verliebt. So, mhm. Bayern ist, wie gesagt, ist cool, ist schön, wir haben Berge. Aber wann bist du hergezogen? Vor drei Jahren, also 2017. Ja. Circa. Mhm. September 2017. Cool. Ja. Ich war letztes Jahr zweimal in L.A. und habe unnormal viele Schauspieler kennengelernt. Ja? Und ja, gut. Die haben mir alle von irgendeinem Konzept erzählt, was wohl aus Russland oder so kommt. So Stanislavski-Meister-Technik. Stanislavski. Yes, den Begriff habe ich 1000 Mal gehört und dann habe ich das Gefühl, dass irgendwie alles auf Stanislavski basiert. Kannst du das bestätigen oder ist das... Viel, also es gibt natürlich unterschiedliche Schauspieltechniken. Ja. Du hast Meistertechnik, du hast... Okay, eigentlich muss man ganz hinten anfangen, das ist eine Riege gewesen, die sich in New York eigentlich gesammelt hat, so die Actors Studios, also dann Stella Adler, Sanford Meisner, Stanislavski und so, also noch ein paar andere, also ich werde wahrscheinlich ein paar gerade vergessen, und die haben halt, sag ich mal so, die Grundlagen des modernen Schauspiels gebildet. Davor war es halt sehr expressiv, theatralisch, groß, und die sind halt zur Natürlichkeit hingegangen und haben halt dann Techniken entwickelt, wie es natürlicher halt ist, also nicht dieses so, wieso tust du das? Sondern halt einfach, also wie du es halt wirklich im Leben machst und dann die Technik halt da. Nicht dieses Übertriebene. Ja, okay. Also dass es dann halt wirklich real ist und dass dieser Standard, der halt jetzt auch in Hollywood und halt eigentlich bei den führenden Schauspielern weltweit ist. Mhm. Ja. Ja. Nice. Ja, aber genug von mir. Das kleben geblieben. Ja, das kleben geblieben. Das kleben geblieben. Ja, irgendwas muss man ja mitnehmen aus L.A. Warst du beruflich in L.A.? Ja, ich war tatsächlich da, weil ich ein Casting teilgenommen habe für eine Agentur. Ja? Und habe mich aber am zweiten Tag in der Class verletzt und bin auch schon mit einer leichten Verletzung hingeflogen. Deswegen habe ich dann tatsächlich mehr Urlaub gemacht als gearbeitet. Oh no! Ja. Shit, Alter. Es war tatsächlich so ein bisschen so, okay, ist jetzt schon mies, ja, weil klar. Ich war da, um zu tanzen. Aber ich habe das Beste draus gemacht und ich weiß nicht, vielleicht sollte es auch einfach so sein. Hey, aber das würde mich gleich zur ersten Frage bringen. Wie kam das eigentlich mit dem Tanzen so bei dir? Also ich meine, ist es so, dass du seit Kindesbein auf getanzt hast und es immer schon machen wolltest? Oder? Das ist eine sehr gute Frage, weil diese Frage werde ich immer gestellt. Ich glaube, ob das jetzt jeder. Ein Podcast ist oder ein privates Gespräch oder so. Es geht immer wieder darauf zurück. Und mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich doch immer wieder unterschiedliche Antworten gebe. Und ich glaube, ich weiß selber tatsächlich nicht so richtig, warum ich angefangen habe. Es war so ein Ding einfach. Damals gab es so Kinderpartys bei uns im Dorf da, so, ich weiß nicht, mit 14, 16 konnte man da hingehen. Es war dann mittags um 16 Uhr. Oh. Dann hat dann da einer Musik gespielt und dann fing das schon an, dass man so die ersten Dance Battles im Club gemacht hat, wo man dann halt mit einer Welle angefangen hat und die Leute drumherum waren so, wow, das war schon mega dope. Also richtig so eine Cypher oder was? Ja, genau, so ein Cypher war das, ja. Noch nicht so, dass man Cypher nennen kann, aber es war schon so in die Richtung. Halt. Das war ja halbstarke Bier. Genau, und dann waren die ersten Interessen da und dann war ich mit meiner Mom auf dem Stadtfest. Und da hat eine Showtanzgruppe getanzt. Ja.
Und soll ich das auch ein bisschen näher nehmen? Ey, wie du willst, wie das für dich angenehm ist. Da eine Showtanzgruppe getanzt. Da ist der Sound besser. Ja, geil. Und da habe ich zu meiner Mom gesagt, ey, das, was die machen, das will ich auch machen, weil ich habe es vorher immer für mich gemacht, so, ne? Dass ich, wie gesagt, in einen Club gegangen bin. Und so war das dann, dass ich halt wöchentlich einen Kurs hatte, wo ich hingegangen bin. Und dann ging es los eigentlich so. Also eigentlich hast du nur deine Karriere gestartet, weil du im Club flexen wolltest. So. Ey, das ist das Ding, genau, das ist das Ding. Ja, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt ein sehr schüchterner Junge, was ich jetzt gar nicht mehr von mir behaupten würde. Ich war wirklich sehr zurückhaltend und schüchtern. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung darin gesehen, dass ich durchs Tanzen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekomme. Und ich glaube, das war auch so der Antrieb, der mich in erster Linie dazu getrieben hat, zu tanzen. Hast du dann, sag ich mal, dein Selbstbewusstsein, also ist es gewachsen durch dass du mehr gemacht hast, also mehr geübt hast, mehr, also eine gewisse Souveränität in deiner Craft, sag ich mal, bekommen hast? Also weißt du, wie ich meine? Also würde ich auf jeden Fall erstmal so bestätigen. Ich glaube auch, dass viel dazu beigetragen hat, dass ich der einzige Junge war in einer Gruppe von 20 Mädels. So, das heißt, du wirst direkt sensibilisiert dafür, mit Frauen auf freundschaftlicher Ebene umzugehen. Und ich weiß nicht, das war ein anderer Weg. Also ich habe zum Beispiel deswegen auch später erst Interesse an Frauen entwickelt, wie meine anderen Freunde. Die Fußballer, die ganzen Fußballer kamen immer zu mir, die total, also nie mit Frauen in Kontakt kommen. Digga, du hast so viele Frauen um mich herum, du bist doch bestimmt da und da am Start. Und ich war immer so, nee Mann, das sind meine Tanzpartnerinnen. So. Ich tanze mit denen, so, weißt du? Und dann, genau, deswegen war das für mich dann eher immer so, also ich habe dadurch, glaube ich, einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein bekommen, auch einfach mit Frauen umzugehen. Und, okay. Genau. Also grundsätzlich so auf alles bezogen. Genau, Selbstbewusstsein. Und mit Jungs ging das immer. Ich glaube, das war nur so dieses Selbstbewusstsein in Bezug im Gespräch mit Frauen, dass ich das da auf jeden Fall erweitert. Und mich selber halt auch zu präsentieren. Ja, einfach. Aber ist es dann so, dass du dich manchmal vor den anderen Jungs dann irgendwie so ein bisschen geschämt hast dafür, dass du getanzt hast? Oder warst du immer schon so, nee, ich mach das und das ist genau mein Ding und ist mir so egal, was ihr denkt? Am Anfang habe ich schon mich sehr dafür geschämt, weil es doch irgendwie immer ist so, okay, du bist Tänzer, du musst schwul sein und dann wirst du halt immer damit konfrontiert. Das ist der Klassiker. Ja, der Klassiker, wirklich. Bis die dann merken, okay, da sind halt wirklich Mädels in seinem Kurs und die sehen gut aus und dann war das auf einmal, oh, ich will auch tanzen. Weißt du, das war wirklich so, dass dann die ganzen Fußballer dann so zu mir kamen und meinten so, hey, kannst du mich mal mitnehmen? Erst drüber lustig gemacht und dann zack, Interesse. Ja. Ist ja voll cool. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du lernst, wie du halt, sag ich mal, überall eine gute Figur, also im wahrsten Sinne des Wortes, eine gute Figur machen kannst, hast du schon Vorteile. Und du verdienst dein Geld damit. Mittlerweile ja. Ja, das mittlerweile ja. Es war ein Unfall. Wie darf ich das verstehen? Also Unfall? Ich habe tatsächlich immer davon geträumt, irgendwann mal als Tänzer vielleicht zu arbeiten, aber es ist nicht so, dass ich explizit darauf hingearbeitet habe, sondern ich habe eigentlich eher immer getanzt. Ja. Und irgendwann sind Leute auf mich aufmerksam geworden, die gesagt haben, das, was du machst, ist cool. Hast du Lust für uns zu arbeiten? Und dann war ich so, okay. Wie ist es dann so? Ist es so, dass du, sag ich mal, von Musical-Produktion oder so Künstlern angefragt wirst, so hey, tanzt du mein Musikvideo oder kommen Agenturen auf dich zu? Mhm. Wie läuft es so mit der Jobgenerierung, sage ich mal? Ja, es ist eigentlich recht simpel. Man muss nur einmal das Konzept verstanden haben. Also in Deutschland funktioniert es halt so, dass du dich auf jeden Fall gut präsentieren musst. Das heißt, du musst ein gutes Material haben, sprich gute Bilder, gute Videos, wo du dich halt von verschiedenen Facetten präsentierst. Ich denke mal, das kennst du aus dem Schauspielbereich auch. Safe. Das nennt sich ja dann auch Setcard, Vita etc. Dann halt genau Vita, wo du dann halt einfach alle Erfolge, die du schon erzielt hast, quasi einmal festhältst und da kommt ja dann immer wieder was Neues dazu und irgendwann hast du so eine vollgepackte Vita. Da sind die meistens dann schon mit der Vita zufrieden, weil die sagen, okay, der hat schon das und das gemacht und dann bist du halt irgendwann so, okay, gefragter Tänzer und dann wirst du halt öfters gebucht. Ja, also ich kenne manchmal so ein bisschen dieses Dilemma, sag ich mal, dass die Leute immer jemanden haben wollen mit einer vollen Vita eben, aber sie dann Leuten, die halt teilweise eine kürze oder weniger oder fast gar keine Erfahrung haben, halt dann auch keine Chancen geben und dann halt somit das ein bisschen entziehen, sag ich mal. Ich glaube, das kommt dann auch ein bisschen von auf das Videomaterial an, wie das im Endeffekt, also wenn du jetzt, sag ich mal, eine volle Vita hast, nur auf Quantität alles vollpackst und das sind keine qualitativen Sachen, sag ich mal, dann wirst du, glaube ich, auch nicht gebucht. Also die Agenturen achten schon darauf, was steht in deiner Vita. Mhm. Also wenn du jetzt schreibst, ich habe mit 6 in der deutschen Meisterschaft den zweiten Platz geholt oder so, das interessiert die ja dann nicht wirklich. Aber wenn da jetzt zum Beispiel steht, du hast, keine Ahnung, für irgendeinen bekannten Künstler aus Deutschland schon getanzt, dann ist da vielleicht steckt da mehr Information hinter. Stimmt, du hast für Shirin David getanzt in ihrem Musikvideo, ne?
ist nichts, wo ich mich jetzt krass mit ausschmücken möchte, aber ja, tatsächlich. Ich habe gemodelt eher. Achso, okay, ja. Weil da hätte ich nämlich eine Frage. War das der Dreh, der von der Polizei gesprengt wurde? Ja. Ich habe es nämlich auf 16 Bars gelesen und dann habe ich es auf deinem Profil gesehen. So, er hat verschiedene... aber war cool? War cool, sage ich mal so, wir sind nicht so darauf vorbereitet worden, was da passiert. Es war alles ein bisschen anders kommuniziert worden. Deswegen, ich wusste zum Beispiel nicht, was am Ende da passieren wird, dass da 200 Leute kommen und so. Das war halt eher so ein Überraschungseffekt. Okay. Für uns gebuchte Tänzer, Models, Schrägstrich. Ja. Und ja, aber trotzdem, es war ein cooler Tag. Also ich kann mich da nicht beklagen. Und ich weiß nicht, ob es im Nachhinein jetzt unverantwortlich war, wahrscheinlich schon. Aber ich wusste, wie gesagt, nichts davon. Deswegen kann ich mich da zur Seite tun. Ich bin dann auch irgendwann abgehauen. Also, ja, gut. War das dann irgendwann zu bunt so, aber... Aber bist du bei einer Agentur oder bist du, sag ich mal, freischaffend? Tatsächlich beides. Also ich bin Freiberufler, schon seitdem ich 18 bin auch, mit Tanzkursen etc. Und dann bin ich halt für mehrere Agenturen angefragt worden. Beim Modeln ist es ja so, dass man meistens im besten Fall eine Agentur hat. Ja. Und beim Tanzen ist es aber tatsächlich so, also ich habe eine DIN-A4-Seite mit Agenturen, weil es gibt Agenturen, für die bekommst du wirklich monatlich deine Jobs und es gibt Agenturen, da hast du 2 Jahre nichts von. Und dann kommt halt... ist dann da tatsächlich die Quantität ein bisschen wichtiger als die Qualität. Aber ist es dann so, dass du auch im Ausland dann, sage ich mal... Also tanzt du auch im Ausland oder bist du momentan eigentlich nur Deutschland? Nee, ich tanze auch im Ausland. Ich, ja? Ja, was war das denn? 2017, glaube ich, war ich in Katar und habe für den König von Katar getanzt. Boah, shit! Das war auch so, tanz für mich! Ja. Okay, töte mich nicht. Töte mich nicht. Stimmt, das war schon nicht ganz ohne dann. Ja? Ja, was war das für ein Gefühl dann so, sage ich mal... für einen König zu tanzen? Ist es schon was anderes oder ist es für dich einfach nur, it's a job, man? Es war im Endeffekt ein Job, aber natürlich geht man mit einer anderen Einstellung ran, sage ich mal, vor allem, weil das auch, es war schon ein sehr angespanntes Verhältnis dort, dadurch, dass einfach die Securities da mit AKs stehen oder so, also MP4s oder so, da bist du schon so ein bisschen so, okay, checkt man die Lage ein bisschen anders ab, als wenn man keine falschen Schritte. Deutschen Schlager auf der deutschen Schlagerbühne steht oder so. Hast du, das würde mich auch interessieren, gibt es so Sachen, zu denen du sagst, zu denen werde ich niemals tanzen? Also so, oder sagst du so, oder die sind, sage ich mal, so abwegig in meinem Tanzstil, dass es eigentlich mal witzig wäre, es auszuprobieren. So, keine Ahnung, Schlager oder so. Oder Casale, I don't know. Ich tanze tatsächlich viel Schlager im Fernsehen. Ja? Ja, das liegt so ein bisschen daran, dass die Chores tatsächlich sehr urban auch angehaucht sind. Es ist für mich immer so, ich blende die Musik immer aus und stelle mir vor, es läuft gerade Tupac oder Biggie oder so. Und sagen, yeah, bounce that shit. Das funktioniert so. Für mich ist es halt so, ich trenne das Private mit meinem Job-Tanzen sozusagen. Und privat tanze ich halt wirklich auf die Musik, wo ich Bock drauf habe. Mhm. Und wenn es dann ein Job ist, du wirst halt dafür bezahlt, so zu tanzen, wie es da von dir verlangt wird. Wie sieht denn so eine Vorbereitung aus? Also habt ihr dann Vorlauf und probt die Choreo oder ist es dann so, dass ihr dann... Total, ja. Es gibt verschiedene Arten von Jobs. Es gibt Jobs, wo du morgens, das sind die krassesten, so Tanzmodenschaus, gibt es auch viel in kleinen Dörfern, wo dann irgendein Modehaus, sag ich mal, die neue Kollektion präsentieren möchte. Dann gehst du morgens dahin, bis um 8 Uhr da. Ja. Und hast dann bis 16 Uhr Zeit, dir 8 Choreos reinzuknallen. Richtig hardcore, musst auch immer schön mitschreiben, das wird dann immer schön alles notiert. Ja. Und dann um 16 Uhr hast du Fitting bis 18 Uhr und dann hast du eine Stunde Pause zum Essen und dann um 19 Uhr kommen die Gäste und um 20 Uhr ist Showtime bis 22 Uhr und dann läufst du da deine 8 Choreos runter. Und das ist schon immer fürs Pickup, also das, was du aufnimmst an Choreos, das ist immer extremes Training. Genau. Also du musst ja auch extrem viel in kurzer Zeit dann irgendwie so reinprügeln. Genau, ja, tatsächlich. Nein, du zuerst. Das Gegenbeispiel quasi. Und dann hast du die Jobs, wo du jetzt zum Beispiel für irgendeinen Popsänger tanzt als Background-Tänzer. Mhm. Und das ist dann meistens eine Choreo, die halt aber quasi über mehrere Tage, meistens 3-4 Tage quasi einstudiert wird. Und die wird dann so krass perfektioniert, dass du wirklich dann auf der Bühne slayst. Ja? So, okay, gut. Also verständlich so, weil du hast ja dann auf Bild oder... Ja. Kann man dann schon genau auf die Fehler drauf gehen. Genau. Ja. Hast du eigentlich feste Studios auch hier in Köln, wo du sagst, okay, das ist mein Heimat-Tanzstudio so? Mhm. Oder ja, cool. Kannst du jetzt ein bisschen Werbung machen? Ne? Ich habe tatsächlich auch eine Kleinigkeit mitgebracht, und zwar hier mein Shirt. Ich kann ja mal aufstehen. Oh ja, warte, ich glaube sogar im Sitzen ist bis zur Kamera mehr drauf. Die Cologne Dance Community. Yes. Cool. Das ist meine Community, die ich so vor ein paar Jahren angefangen habe zu gründen.
War auch tatsächlich mein Unfall. Ich bin nach Köln gekommen und habe gesagt, au! Ja, es ist oft so, dass ich wirklich Dinge in die Hand nehme, ohne mir jetzt irgendwie ein Geschäftskonzept daraus zu erarbeiten, sondern einfach das aus Leidenschaft tue und dann wird was draus, was in Richtung Geschäft geht, aber immer noch irgendwie Passion ist. Und genau, das war so. An der Sporthochschule habe ich damals eine AG angeboten. Vor 5 Jahren habe ich damit angefangen und das war dann halt immer so, dass jede Woche ein Coach gekommen ist, den ich eingeladen habe und eine Class angeboten hat und alle, die gekommen sind, durften kostenlos teilnehmen, aber die Profis unter den Teilnehmern mussten dann quasi als Gegenzug auch irgendwann mal eine Class anbieten. Und es war dann so ein Geben- und Nehmen-Ding, okay, ohne Verdienst. Das ist eigentlich cool. Genau, weil ich den Raum halt auch kostenlos bekommen habe. Ja. Jetzt vor einem Jahr sind wir dann raus aus der Spur und haben uns einen Raum gemietet, weil es ein bisschen zu kompliziert wurde. Die Anlage war nicht gut genug und wir mussten immer pünktlich raus und das war dann irgendwie ein bisschen zu spack von der Zeit. Und genau, dann haben wir uns eine Halle gemietet und jetzt nehmen wir einen kleinen Obolus, sage ich mal, um dem Coach auch ein bisschen was zu geben dafür. Ja. Und haben das Ganze ein bisschen professioneller aufgezogen und ja, jetzt aktuell ist gerade leider Pause. Ja, genau, wie, ich meine, wie, es wird ja jetzt wahrscheinlich wenig getanzt, also gerade auch im Nachtleben an sich, aber wie ist es dann auch mit, sag ich mal, Jobs, merkst du stark, dass es wegbricht? Oder ist es so, dass du sagst, okay, sag ich mal, der Tanzunterricht mit Abstand ist passt so? Es ist schon enorm viel weniger geworden. Ja. Aber ich sag mal so, wir haben Soforthilfe bekommen, das ist schon mal... Danke an den Staat. Ja, danke Merkel. Das ist das erste Mal, dass ich Geld bekommen habe vom Staat. Ja. Sonst nehmen sie aber nur hier. Ja, ja, genau. Ich zahle immer nur Steuern, Steuern, Steuern und dann kam mal was zurück. Das war schön. Und hinzu kam, dass ich tatsächlich auch noch ein paar TV-Shows machen konnte. Mhm. Die ganzen Modenshows sind alle weggefallen. Ja, aber letztes Jahr war es auch teilweise so, dass es schon ein bisschen zu viel war. In manchen Monaten, gerade so im September oder Mai, das sind immer so die Hotspot-Monate. Und, ja, das war dann ein bisschen zu stressig. Da bist du teilweise jeden Tag in einer anderen Stadt und kommst nicht nach Hause. Ich wohne auch in der WG, das ist immer so Familie, dann siehst du deine Jungs nicht. Ja, verständlich. Hast du dann auch manchmal, wenn du gerade sagst, dass du viel unterwegs bist, dann so, ja, okay, Heimweh hast du ja gerade so ein bisschen angesprochen, aber vermisst du dann so dein ganzes Ding oder findest du auch dieses Leben, sag ich mal, on the road irgendwie? Ja, ich verliere manchmal ich habe das Gefühl, wenn ich länger weg bin, dass ich hier den Anschluss so ein bisschen verliere. So, ja? Genau, wenn ich dann zurückkomme, dann ist es so, dann muss ich erstmal einen Tag chillen und mich entspannen und vielleicht, keine Ahnung, mal auf dem Balkon einfach die Sonne genießen oder so. Aber von meiner Mentalität her bin ich eigentlich eher so, dass wenn ich nach Hause komme, dass ich dann Bock habe, direkt wieder da weiterzumachen und da zu connecten und so. Ja. Wie meinst du Anschluss verlieren? Also, dass du das Geschehen nicht mehr so ganz, was in Köln und in deinem Freundeskreis so abgeht, nicht mehr so hast? Genau, und auch so Uni-Leben, ne? Das ist okay. Halt auch immer so ein Ding. Ich habe halt immer meine paar Kurse, die ich so pro Semester mache, wo ich mir wirklich auch vornehme, die durchzuziehen. Das sind wirklich nicht viele. Ich sag mal, im Schnitt hat man so 10 Kurse und 3-4 Vorlesungen im Semester. Achso, im Semester, okay. Vermuten. In der Woche. Ja, so. Und bei mir ist so, ich mache immer 2 Kurse, 2 Vorlesungen und vielleicht ein Seminar, sodass ich 5 Stunden in der Woche habe. Und dann versuche ich auch irgendwie, das immer einzubringen. Aber ja, manchmal klappt das dann nicht so ganz gut. Deswegen bin ich auch immer noch am Studieren. Immer noch, ja gut, aber ich meine, wenn du es noch machen kannst und dir, sag ich mal so... Ja, ich bin jetzt auch nicht so alt, also das geht schon noch. Wie alt genau bist du? Ich bin 27. 27, perfekt. Ja. Ich nicht. Wer bist du? Ich bin 23. Ach Quatsch. Ja, tatsächlich. Nee, heftig, doch, das hätte ich nicht gedacht. Ja, hätte ich jetzt doch gesagt, du bist ein bisschen älter. Älter? Es ist nicht das Aussehen, es ist den Vibe an Erfahrungen, den du versprühst. Hör auf. Das ist ein Schauspieler, ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll gerade. Ach du, alles gut. Einfach nicken und lächeln. Einfach genau, stur lächeln und winken, so wie die Pinguine aus Madagaskar. Wie die Pinguine aus Madagaskar. Ich bin ja eigentlich zu zweit hier und ich dachte mir so, heute mache ich sie alleine und ich habe meinen Co-Moderator gebeten, mir ein paar Fragen von sich auch zu schreiben, die er an dich hatte. Cool. Und da würde ich jetzt mal ganz kurz in mein Buch gucken. Sehr gut. Und zu gucken, was da ist. Dann nutze ich das nochmal, um mehr hier in eine bequemere Position einzunehmen. Ja, voll. Also wie gesagt, wir sind hier Water Break. Wir sind hier frei, wir können uns bewegen. Ja. So, mal gucken, was ich mir jetzt hier so rauspicke. So. Nee, Gott, die ist dumm, die ist von mir. Dumm gibt's nicht, oder? Ja, was heißt? Dumme Fragen gibt's nicht, sag mal doch. Dann hast du mich nie in der Schule erlebt. Ja, okay, gut. Kenn ich. Eine Frage hätte ich auf jeden Fall, also Shane auf jeden Fall.
Wie ist es denn so mit Vorbildern oder beziehungsweise gibt es richtige Tanzstars eigentlich? Also ich meine, es gibt so, wenn ich mich jetzt auf ein Schauspiel oder so beziehe oder Musik, dann kennt man ja schon viele Leute. Aber wie ist es mit so Tänzern? Kennt man richtig bekannte Tänzer? Also ich kenne keine, glaube ich. Da müsste ich jetzt tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Ich komme ursprünglich aus einer Szene, die, sag ich mal, eher in Richtung Underground geht, Battle. Wie du auch eben schon gesagt hast, wo mehr gecyphert wird. Das heißt, du gehst in einen Club und tanzt, du bist in einer Session und, also Session ist dann der Cypher. Ja. Und man teilt quasi seine Skills und wie man die Musik fühlt. Bin jetzt aber durch diese Jobwelt, halt wo es mehr um Choreografien geht, auch wieder in dem Bereich tätig. Das heißt, wir sprechen hier von zwei verschiedenen Tanzwelten. Also die Freestyler-Szene und die Choreotänzer-Szene. Und es gibt sehr, 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 sehr wenige Tänzer, die es schaffen, das so zu kombinieren. Für mich, ich vergleiche das immer wie Kunst. Da vorne hängt ein Gemälde. Ich vermute nicht, dass das Malen nach Zahlen ist, sondern dass das frei aus dem Kopf entstanden ist. Und das ist bei Tanz, finde ich, halt auch das Pure, wenn du es schaffst, aus deinem Kopf in dem Moment was zu erschaffen, anstatt etwas, was schon mal jemand gemacht hat, zu kopieren. Also einfach praktisch alles anstatt zu remixen selber zu machen. Frei Schnauze malen, tanzen oder malen nach Zahlen, tanzen nach Zahlen. So, das tanzen nach, ja, es gibt ja. Ist ein guter Vergleich, finde ich. Und für mich ist es halt wichtig, dass man beides kann. Und da gibt es nicht viele. Und damals gab es einen Freestyle-Tänzer, der war der erste, von dem ich mitbekommen habe, der auch in der kommerziellen Welt Fuß gefasst hat. Marvin hieß der, aus Paris. Kommt der und der hat für Madonna choreografiert, sehr früh schon. Ah, okay. Genau, und es war halt total widersprüchlich, weil Madonna ist so sehr feminin und er ist sehr maskulin durch seinen Battle-Tanz. Er hat auch vorher gecrumpt. Crumping ist auch so ein sehr maskuliner Tanz. Was sind so die Merkmale von Crumping oder nur Crump? Crumping, schwer zu erklären. Ich bin nicht so krass in der Szene drin. Okay, aber okay. Ich denke mal, für jemand, der nicht viel Plan hat, der das sieht, wird sagen, das ist ein sehr aggressiver Tanz, weil es wird viel mit Schlägen und Hits gearbeitet, das sieht... Also ach, so ein bisschen so wie diese Maori-Tänze so. Geht's in die Richtung? Ja, doch, so in die Richtung. Kann man schon durchgehen lassen. Okay, ja, okay. Ja, schon. Ja, genau. Und dann hat er halt für Madonna choreografiert und dann war ich so, okay, wow. Für mich einer der ersten, wo ich gesagt habe, krass, er denkt weiter, als nur in dieser Untergrundszene zu bleiben, sondern auch einfach ein bisschen zu schauen, was ist hinterm Horizont. Und deswegen hat er mich damals sehr inspiriert und bin denselben Weg gegangen, dass ich auch sage, ich mache beides immer noch. Okay. Ja. Willst du, und wo willst du dann mit deinem Tanz noch hin? Hast du da so Ziele, Goals, weißt du, wo du voll. So die Spitze des Berges und du sagst, ja, eines Tages werde ich meine Flagge da reinstecken. Ich habe damals, als kleiner Junge, habe ich mir immer drei Sachen vorgestellt oder in meinen Fantasien erträumt. Und zwar wollte ich immer mal für einen Star tanzen. Ja. Ich wollte immer mal im Fernsehen meine eigene Performance tanzen. Und ich wollte mal mit einem Star auf Tour gehen. So. Das sind so die drei Sachen. Und zwei davon habe ich jetzt schon geschafft. So. Ich habe letztes Jahr war das, nee, 2018 oder 19? Nee, letztes Jahr war das, habe ich bei Masters of Dance meine eigene Performance tanzen dürfen. Ja. Das ist eine Tanzsendung, die auf ProSieben lief. Habe ich gesehen? Genau. Also, ja. Ich habe... Das war das erste Mal, dass ich wirklich das machen konnte, was ich wollte. Wo mir keiner eine Choreo zeigt, die ich nachtanzen muss, sondern ich bin auf die Bühne gegangen, ich habe meinen Song genommen, ich habe meine Choreo oder meinen Freestyle getanzt. Das haben auch viele mir nicht geglaubt, dass das Freestyle war auf der Bühne. Also es war tatsächlich nicht ausgedacht, sondern ich bin einfach hingegangen. Ich habe das Lied mir 20 Mal angehört vorher und dann habe ich die Musik gefühlt. Ja? Und bin auch tatsächlich dann weitergekommen. Genau. Ach krass. Ja. Und ich hab nur irgendwas mit Viertelfinale gesehen. Ich weiß nicht, ging es dann weiter oder ich weiß nicht, wie... Genau, ich bin dann irgendwann gegangen, weil bei uns im Team musste einer gehen und ich hatte recht viele Jobanfragen nach der TV-Sendung und die anderen nicht so. Und ich habe dann mich bereit erklärt zu gehen, weil ich einfach da mehr Potenzial gesehen habe, Geld zu verdienen. Ja, verständlich. Genau. Also ja. Du bist ja dann auch in so TV-Produktionen bist du dann meistens sehr eingespannt. Ja, voll. Ja. Und das war ja nicht so, dass ich bin bezahlt worden, aber nicht recht gut und die Jobs, die ich dann danach hatte, die waren für mich einfach, die haben sich mehr rentiert. Ja, also... Und ich wusste auch, dass ich die Show nicht gewinnen werde, weil
bei so TV-Shows gewinnst du immer nur, wenn du Akrobatik machst oder durch die Luft fliegst und oder keine Ahnung. Ja, genau. Du bist, oder du bist ein kleiner Junge, der gerade 6 ist und schon die übelsten Moves machst. Und deswegen habe ich mich da nicht gesehen, diese Show zu gewinnen und habe das dann für mich so entschieden, da rauszugehen. Gut, also dann hast du für dich einfach die Entscheidung gesagt. So, genau. Nee, ja. Cool. Ja. Das würde mich interessieren, wie... Ich sage sehr oft, das würde mich interessieren. Es interessiert mich aber auch. Ja. Wie ist es, wenn du Angebote bekommst und du sagst, du hast viel Angebote bekommen, auch gerade in einer Zeit, also wo du schon beschäftigt warst. Wie sieht es dann aus mit Job ablehnen oder so? Mhm. Oder wie, nach welchen Kriterien gehst du da vor? Oder ja, sagst du einfach, nee, ich habe einfach gerade keine Zeit dafür, auch wenn es jetzt geil ist. Mhm. Oder bist du dann auch so, wenn du jetzt in einem, sage ich mal, mäßig geilen Job bist und da jetzt für dich die Chance kommt, wo du sagst, ja gut, na gut, das wäre so, ja. Ich muss sagen, du stellst echt sehr interessante Fragen. Also du denkst auf jeden Fall ein bisschen weiter als viele andere. Hör nice. Auf. Vor ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich mal an den Punkt komme, dass ich einen Job absage. Weil ich glaube, der große Traum eines Tänzers ist es, dahin zu kommen, dass man sagt, ich habe so viele Jobs, dass ich auch mal sagen kann, okay, das mache ich jetzt nicht. Weil am Anfang macht man schon viele Dinge, wo man sich im Nachhinein denkt, ich war jung und brauchte das musste Geld. Musste das jetzt sein? Ne? Ich habe mal in einem Weihnachtskostüm vorm C&A gestanden und jede 2 Stunden, eine kleine Viertelstunde Freestyle da getanzt. Okay. Da dachte ich mir schon so, okay, wow, das ist jetzt eigentlich nicht so das, wo du dein Geld mit verdienen willst. Ja. Und das sind jetzt so Dinge, wo ich mittlerweile sage, nee, das mache ich einfach nicht mehr, weil ich habe coole Anfragen mittlerweile und dann kann man das schon so ein bisschen. Und dann, das Ding ist halt auch, wenn du halt dann einmal einen Job absagst, sage ich jetzt mal, ist es aus wegen einer Verletzung, dann haben die Agenturen meistens Verständnis dafür. Aber wenn du dann einfach sagst, das ist nicht mein Ding, dann kann es natürlich auch vorkommen, dass sie sagen, okay, den fragen wir jetzt auch nicht mehr. Also es geht schon recht schnell. Ja. Aber man differenziert das halt. Also ich schätze dann schon ein, okay, ist das jetzt eine Agentur, von denen ich grundsätzlich coole Anfragen bekomme, dann will ich dann natürlich keinen Job absagen, so gut wie es geht nicht. Und wenn ich jetzt eine Agentur habe, wo ich dann so C&A-Sachen mache oder so, dann kann ich auch schon mal sagen. Aber das ist ja dann eigentlich auch, also ist ja dann eigentlich auch ein bisschen Erpressung von den Agenturen so, oder? Also wenn sie sagen, ja, dann fragen wir den einfach nicht mehr, wenn der jetzt nicht hier zusagt. Ja, aber das ist das Business. Ich glaube, das da kommt man nicht drum herum. Und es ist auch nicht im Regelfall, also es ist nicht immer so, ich würde nur eher sagen, dass man davon ausgehen kann oder damit rechnen sollte, dass manche Agenturen so vorgehen. Es gibt auch Agenturen, die sagen dann einfach, okay, können wir verstehen und dann nehmen sie halt jemand anders. Ja, gut. Aber ich meine, wie oft wirst du in der Regel angefragt für Sachen, die, sage ich mal, way under your league sind? So. Ja, ja. Also wie oft mittlerweile, wirst du noch so angefragt von so kleineren Sachen, wo du sagst so, ja... Tatsächlich schon, ja? Aber auch nicht mehr so viel. Also, von denen dann praktisch eher auf gut Glück so, ja, vielleicht sagt er ja, so ungefähr, oder? Ja, ja. Ja? Genau. So. Das ist auch cool. Sagst du manchmal ja? Du, ich sag mal so... es gibt auch Sachen, die sind unheimlich lustig. gerade wenn man in einem Kostüm, ich darf nicht zu viel verraten, ich habe unterschrieben, dass ich da nichts nenne. Wir können es nur noch biepen. Aber ich kann sagen, dass ich manchmal in Kostümen gesteckt habe und auf 30x30 Plakaten, Meterplakaten gehangen habe und keiner wusste es. Und ich habe unheimlich viel Kohle dafür bekommen. Das ist dann schon lustig, wenn man sich dann da so sieht und du weißt halt, du bist der Einzige in Deutschland, vielleicht mit 3 weiteren, die wissen, dass du da gerade hängst. Das war schon ganz amüsant. Jetzt musst du ein bisschen ins Detail gehen, was war das? Ah, nein, du darfst nicht sagen, Ah. Ich weiß gar nicht, eigentlich lief es schon, aber ich bin nur einfach jetzt mal, geh mal auf Nummer sicher und verrate nichts. Am Ende, wir wollen hier nicht verantwortlich sein, dass du hier irgendwie deine Karriere ruinierst. Genau. Das wär ja fatal. Ja. Sehr fatal. Ist es dann, also wie ist eigentlich die Community so unter den Tänzern? Ist da ein starker Konkurrenzkampf? Also bestimmt, wenn es dann um Jobs geht. Aber ich meine, wenn es jetzt so, gerade in solchen Zeiten, so studiomäßig halt ist, seid ihr dann so, hey, ja Leute, schaut auch mal bei denen vorbei oder bei denen. Wie ist es so? Wie ist das Business hier so oder grundsätzlich in der Szene? Jetzt würde mich jetzt auch mal interessieren, um dieses Wort auch mal zu verwenden. Ja, voll. Also ich muss sagen, Köln ist doch echt immer ein Aushängeschild für eine sehr close Community gewesen. Ja, gut, stimmt. Auf jeden Fall, ich muss ehrlich sagen, ich habe das aus anderen Städten mitbekommen, dass es da oft so eher so ein Gegeneinander war als ein Miteinander. Das habe ich hier in Köln nicht so erfahren. Und deswegen muss ich sagen, haben wir hier echt eine sehr starke Community. Deswegen habe ich auch die Cologne Dance Community gegründet, die ihr übrigens auch auf Instagram findet. Represent, wenn wir hier einen bringen. Represent, Hashtag Cologne Dance Community, ihr wisst Bescheid. Genau. Und
Das ist einfach eine coole Harmonie bei uns. Das ist einfach geil. Also die Leute kommen aus allen Tanzschulen, da ist wenig Konkurrenz. Natürlich hast du immer ein paar, die dann sagen, ja, ich komme jetzt nicht, weil ich bleibe bei meiner Tanzschule treu oder so. Ja. Aber die meisten haben das gecheckt, dass es mehr ums Miteinander geht, statt gegeneinander zu arbeiten. Und das ist so das A und O. Ich hatte das auch in meiner Ausbildung. Ich hab auch ein Jahr Tanzunterricht gehabt, einmal in der Woche. Also einmal in der Woche ist halt, ich glaube, es ist zu wenig, um... Ja. Naja. Für was? Man muss ja auch immer ein Ziel setzen. Okay, stimmt. Habe ich mir wahrscheinlich nicht gesetzt. Ja. Und vielleicht ist es deswegen, also ich liebe Tanzen, wirklich, aber es ist halt, mir fehlt ein bisschen die Struktur. Ja. Im ersten Jahr hatte ich ein halbes Jahr und im letzten Jahr hatte ich ein Jahr. Also doch 1,5 Jahre insgesamt. Also halt so Standardtanz am Anfang, so, weil brauchst du halt irgendwie, ist in der Schauspielausbildung drin. Also, muss auf Kamera können, anscheinend. Ja. Musste ich noch nie, aber... Was man hat, das hat man. Aber dann, wenn es dann so an so Hip-Hop oder sowas ging und Locking, so, das war richtig schwierig. Ich bin halt ein Mensch, der dann auch eher so intuitiver und situativer irgendwie so tanzt und das sieht dann auch manchmal, naja, sehr... Aber ist es dann nicht auch kulturbedingt, dass es für dich so schwierig ist? Frag ich mich oft. Wie meinst du das genau? Ich finde es immer sehr interessant, ist auch ein deepes Thema, wo ich schon oft drüber philosophiert habe mit Freunden. Sag ich mal, die meisten Leute sagen ja immer, ja, die Schwarzen, die können am besten tanzen. Ja. Und dann frage ich mich halt, okay, liegt das jetzt daran, dass sie schwarz sind? Oder liegt das vielleicht daran, dass sie einfach anders aufgewachsen sind? Ja, ich bin in einer deutschen Familie groß geworden und ich bin früher mit vielen Ausländern groß geworden im Freundeskreis, wo ich halt einfach meine Kultur und deren Kultur kennenlernen konnte. Ich habe Syrer in meinem Freundeskreis gehabt, ich habe viele Afrikaner in meinem Freundeskreis gehabt und bei uns oder sag ich mal auch von meinen Großeltern her, dann kenne ich das nur so, wenn getanzt wurde, dann war das ein Walzer, ein Disco-Fox. Disco-Fox, ja! Oder man hat geschunkelt. So, also wie willst du dann mit Hip-Hop oder Locking in Kontakt kommen? So. Ja. Aber bei meinen anderen Freunden, da war das so, da war ein ganz anderer Rhythmus auf den Hochzeiten, auf den Geburtstagspartys. Die haben einen ganz anderen Vibe, mit dem die aufwachsen. Und gerade in der African-Kultur ist das so, die tanzen wirklich, die kommen schon mit dem Hip-Hop-Groove in Kontakt in jungen Jahren, die hören eine ganz andere Musik. Deutscher Schlager lädt, glaube ich, nicht gerade dazu ein, dich zum Tanzen zu bewegen. Sag das nicht. Es ist klar, es bringt dich zur Bewegung, ja. Auf jeden Fall. Du bist voll drin, so hier, Faust nach oben, Kopf. Sibylle, bring mir noch eine Rotweinschorle. Genau, so sieht's aus. Aber Hip-Hop ist halt einfach mehr Groove und mehr Feeling. Es geht mehr in die Seele und es ist eine andere Bewegung. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen kulturbedingt ist auch, ja. Das kann wirklich gut sein, weil ich, wie gesagt, wir haben ja vorhin kurz drüber geredet, ich bin auf einem Dorf in Bayern groß geworden. Heißt, es gab tatsächlich wirklich nicht so viele andere Ethnien oder Kulturen, die halt irgendwo da waren. Mhm. Aber ich bin, seit ich 11 war, höre ich Hip-Hop und Rock und so, also was halt irgendwo ein bisschen dagegen geht. Ja. Also ich bin auch ein riesen Deutschrap-Hörer und ich love it. Deswegen habe ich es schon immer so ein bisschen gemacht, aber halt ohne System. Ich war dann irgendwie auch so, wo ich gesagt habe, ja, nee, tanzen ist nicht. Dann war ich wahrscheinlich eher einer wieder, also wir haben vorhin drüber geredet, einer von den Fußballjungs eher. Also ich glaube, da würde ich mich, glaube ich, mehr so dazu zählen. Aber jetzt im Nachhinein beiß ich mir schon manchmal in den Arsch, dass ich das nicht gemacht habe. Genau, aber wie Instrument lernen. Wird ja auch durch die Gesellschaft so ein bisschen vorbestimmt, ne? Ja. Wie du sagst, so, irgendwie, du bist jetzt auch beim Fußball gewesen, ich war auch beim Fußball. Irgendwie wirst du in Deutschland dazu erzogen, irgendwann mal Fußball zu spielen. Einfach nur, weil es jeder macht. Ja. Ne? Mit dem Schwarm schwimmen, so. Bis man dann vielleicht irgendwann sein eigenes Bewusstsein entwickelt und sagt, so, ich mache jetzt auch was anderes. So wie du vielleicht in die Schauspielkarriere so ein bisschen eingeblickt hast, ich in die Tanzwelt. Und ich würde sagen, wir waren schon so der Fisch, der gegen den Strom geschwommen ist, dadurch, dass wir gesagt haben, wir machen was ganz anderes. Und ich finde das immer speziell, wenn man es schafft, in so einem geprägten Land, systemgeprägten Land, einen anderen Weg zu finden. Ja, es ist halt auch wirklich nicht leicht, sage ich mal, die Entscheidung auch zu treffen, zu sagen, okay, einmal bitte 180 Grad drehen. Genau. Also ich bin froh und wirklich heilfroh, dass meine Eltern gesagt haben, hey, ja, mach das, ist doch cool. Mhm. Einfach mal Schauspiel, klingt doch cool. Voll nice. Ja, aber ich kenne halt auch Eltern, hätte der Sohn oder die Tochter das gesagt, boah, da wäre die Hölle los gewesen. Mhm. Nein,
Du gehst eine Ausbildung machen. Ja, ja, klar. Oder du, wie, du übernimmst nicht den Betrieb. Da sind wir wieder beim System, dieses klassische guten schulischen Abschluss, ja, gute Ausbildung, gutes Studium, Familie, Haus bauen. So, das ist so das, was uns hier so, wo wir so reingehen. Ja, wohl Haus bauen würde ich schon gerne machen irgendwie. Das irgendwann kann man auch alles irgendwie machen, aber ich denke, es muss nicht immer so mit diesem Zwang und diesem Druck sein. Es muss bis dahin musst du das geschafft haben, bis dahin musst du das geschafft haben, sondern ich finde, man sollte der Jugend heutzutage viel mehr Zeit geben, sich kreativ zu entfalten und vielleicht selbst so ein bisschen zu reflektieren, wo liegen meine Interessen und was möchte ich eigentlich? Weil ich glaube, wir werden immer in etwas reinerzogen, teilweise auch von der Gesellschaft, ja, dass es schwer ist, da irgendwie rauszukommen aus diesem Fluss. Ich finde es gerade ein bisschen schwierig, gerade so die Generation, ich weiß nicht, du vielleicht auch noch so, mhm, aber ich glaube eher so meine und noch ein bisschen jünger, die haben ja eigentlich zu viele Möglichkeiten schon. Und ich merke dass diese ganzen Möglichkeiten, die jetzt hochkommen, sei es kreativ, sei es Business, du kannst ja alles mittlerweile international studieren, mhm, mich teilweise, also ich kann nur aus persönlicher Erfahrung reden, so krass verwirren. Mhm. Also weil, auch ein interessanter Gedanke. Weil es wirklich zu viel ist. Also das ist so dieses Beispiel von, wenn du alle Farben hast und die mischt, dann wird es irgendwann einfach ein schnödes Braun. Mhm. Und dann musst du kotzen. Finde ich gut. Also deswegen, ich weiß nicht, wie, ja, du hast es ja dann für dich gefunden, so relativ. Mhm, und ja, das wäre. Sollte man vielleicht dann sich selbst auch treu bleiben und nicht zu viel machen. Ne? Ja. Ja. Aber man will auch irgendwie, also ich kann so von mir reden, dass ich manchmal denke, ja, ich will alles ausprobieren, um zu sagen, okay, das will ich vielleicht, mhm, oder das will ich nicht, oder im Nachhinein dann zu sagen, at least I tried. Mhm. Ja. Was ich immer interessant finde, ist, wenn du das jetzt mit Farben vergleichst, ich vergleiche immer viel mit Essen. Oh, weil, lecker. Wenn man mich fragen würde, was ist meine große Leidenschaft, dann würde ich sagen, ja, tanzen und essen. Ja, es passt eigentlich nicht zusammen. Ja, aber jeder hat ja so sein Lieblingsgericht, weißt du? Was ist bei dir? So, bei mir ist es die Leidenschaft des Tanzen, beim Essen ist es so die Pasta, deswegen vergleiche ich Tanzen immer mit Pasta. So, jetzt gehe ich mal einen Tag Skateboard fahren, ja, das ist dann das Salz. Dann kommt so ein bisschen Salz mit in die Pasta, weißt du, was ich meine? Dann, erklär mal weiter, vielleicht. Dann weiß ich nicht, gehe ich an einem Tag zum Kampfsport, weil ich studiere auch Sport, da kommst du natürlich in, ja, Kontakt mit vielen Sportarten, das ist so dann die Paprika. Und ich nehme so immer ein bisschen Einflüsse von dem, was ich irgendwo anders mitnehme, in meinen Tanz herein und dadurch wird meine Pasta erst perfekt. Also du kreierst tagtäglich neue Gerichte, aber manchmal gibt es auch wieder die gute alte Bollo, Penne Bollo. Ja, genau, aber mittlerweile vegetarisch. Oh, okay. Ja, safe. Oh, war gut, mein, ja, Corona-Projekt Lockdown die erste. Ja, ich hab vegan gemacht. Auch geil. Ist auch, am Anfang war es auch ein bisschen Umstellung. Mhm. So, also wir hatten auch, das war auch podcastbedingt, dass wir das überhaupt angefangen haben, mhm, ständig. So der erste Tag war wirklich so, was mache ich jetzt? Mhm. So, was esse ich jetzt? Was isst man, wenn man vegan isst? Ich, mhm, war wirklich kurz lost. Und dann ging es aber relativ gut und ja, jetzt größtenteils behalte ich es noch bei. Ja, klar, immer mal wieder so, Käse, lecker. Aber was willst du machen, ey? Ja. Was willst du machen? Ja. Warst du eigentlich ein guter Schüler, weil wir es vorhin von Schule hatten? In der Schule oder in der Tanzschule? Schule. Schule. Schule, normal. Ich war auf jeden Fall enorm viel, also viel mehr engagiert wie jetzt in der Uni. Echt? Ich war schon ein recht guter Schüler. Ich habe nicht viel gelernt, aber ich war immer aufmerksam, mhm, im Unterricht selber. Und ich glaube, ich habe das so kompensiert, dass ich einfach im Unterricht immer so viel mitgearbeitet habe und aufmerksam war, dass ich danach mehr Zeit für mich hatte einfach und zum Tanzen gehen konnte. Deswegen habe ich doch eigentlich einen ganz guten Schulabschluss genossen und muss auch echt sagen, dass mir jetzt dadurch die Uni ein bisschen schwerer fällt, weil da ist nicht mehr so viel mit aufpassen. Gerade jetzt in Online-Vorlesungen sitze ich zu Hause vorm Laptop und denke mir, was machst du hier gerade? Ey, das ist das unpersönlichste Gespräch oder diese unpersönlichste Vorlesung, die ich je wahrgenommen habe und das macht einfach keinen Spaß. Ich glaube, ich hätte, das geht nicht, wenn ich diese ganzen Vorlesungen online hätte, würde ich, glaube ich, irgendwann rüber und Netflix, weil du kannst es ja direkt. Ja, dann denkst du dir so, ach ja, jetzt holst du dir schnell ein Wasser und dann denke ich so, ja, einen Apfel nehme ich auch noch mit, einen Kaffee nehme ich auch noch mit und dann hast du schon die Hälfte wieder verpasst. Jetzt gehe ich noch kurz duschen und dann. Also es ist immer so ein bisschen, man sucht sich immer irgendwelche Excuses, da dann irgendwie, ja, dann doch nicht zuzuhören. Aber es ist schwierig. Also weißt du, wenn du dann da bist, dann denkst du dir ja, gut, ich habe den Weg jetzt schon auf mich genommen und jetzt, ja, wenn ich jetzt rausgehe, dann gucken mich ja vielleicht alle an und dann bleibe ich halt da. Ja. Es ist eine schwierige Situation und vielleicht ist das auch gerade so die Probe für uns, dass, mhm, wir sagen, okay, obwohl wir es dann nicht machen oder nicht,
sagen wir so, dass es uns noch schwerer gemacht wird, dass wir es trotzdem versuchen durchzuziehen. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja. Wieso Spoho eigentlich? Also weil die renommiert ist oder weil du gesagt hast, das bietet hier gerade... Ja, weil die renommiert ist. Das war so damals als junger Abiturient so dieses, jeder spricht von der Sporthochschule, Europas beste Sportuni. Echt? Europas beste Sporthochschule? Ich weiß nicht, ob es Europas beste Sporthochschule ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Europas härtester Eignungstest ist im Sportbereich. Und deswegen ist ja immer, das ist ja, keine Ahnung, dann hatten wir auch einen Sportlehrer, der von der Spoho kam, der zufälligerweise genau in dem Abschlussjahr, wo ich mich dann für den Eignungstest vorbereitet habe, zu uns gekommen ist. Und mich dann an die Hand genommen hat und gesagt, komm, wir machen das, ich helfe dir ein bisschen. Und ich habe dann wirklich 3 Monate lang mich für diesen Einstellungstest vorbereitet, wo du 20 Disziplinen an einem Tag machen musst und du darfst nur eine nicht bestehen, bei der zweiten bist du weg. Und das ist ein harter Druck, den du da, der auf dich ausgeübt wird. Und dann gehst du da hin und versuchst es halt einfach zu rocken. Ne? Das ist schon, wie gehst du mit dem Druck um? Also wie tanzt du den weg? Ich glaube, das kam jetzt falsch rüber. Also jetzt auch eben auf deinen Job bedingt, wie gehst du damit um, wenn du dich auf sowas vorbereitest oder so? Mittlerweile habe ich eine Methode entwickelt für mich, vor einem Auftritt oder vor irgendeiner nervösen Situation, atme ich. Und zwar bin ich vor 3 Jahren durch meine Mitbewohner, die auch Sport studierend haben, fertig sind schon, an Wim Hof gekommen. Ja. Große Inspiration für mich. Ich glaube, dass die Menschheit mit Hilfe seines Wissens einfach auf ein ganz anderes Level kommen kann in Zukunft. Er hat einfach die Schulmedizin komplett auseinandergenommen mit dem, was er macht. Und ich finde es einfach enorm krass. Ich bin seit 3 Jahren nicht mehr erkältet, weil ich regelmäßig Kältebaden gehe im Winter. Love it. Mein Immunsystem ist so stark. Also ich kann immer nur wieder sagen, Leute, setzt euch der Kälte aus. Ja. Wir sind einfach nicht dafür geboren, in einem beheizten Haus zu sitzen, sondern wir sind damals vor weiß ich nicht wie vielen hunderten Jahren durch einen Fluss geschwommen und danach weitere Kilometer zu Fuß gewandert. Also unser Körper ist zu mehr fähig und deswegen kann ich echt immer nur das betonen. Kältebaden, atmen à la Wim Hof oder es gibt da ganz viele Apps, die man benutzen kann. Es ist Gold wert. Es ist so interessant. Ich glaube, du bist der Vierte, der unabhängig von Thema oder halt, sage ich mal, Profession Wim Hof anspricht und den für sich entdeckt hat. Also auch hier im Podcast. Ja, stark. Super witzig. Stark. Es ist auch dieses Jahr eine krasse Welle geworden, weil das Marketing, also der Sohn von Wim Hof hat ja nach dem Tod von seiner Frau so ein bisschen das Marketing übernommen, hat gesagt, wir machen dich jetzt groß. Und seitdem, der hat eine App kreiert, der macht YouTube-Videos, mittlerweile richtig professionelle. Und deswegen, dieses Jahr ist das eine richtig krasse Welle, die da eingekracht ist, wo immer mehr Leute davon erfahren. Also ich mache das jetzt seit 3 Jahren und damals war das noch so, Wim Hof kenne ich nicht, aber mittlerweile kennt ihn doch fast jeder. So. Also ich kenne die Atemtechnik halt von ihm, dieses 30 bis 40 tiefe Atemzüge, genau. So wie hyperventilieren und dann anhalten. Ist irgendwie auch ein geiles Gefühl. Es hat so high on your own supply. Ich liebe es. Das ist wirklich so, du liegst da. Und niemals als Dealer machen. Ja. Genau, für Dealer nicht das richtige Business wahrscheinlich. Aber ja, ich find's einfach mega. Das ist, du nimmst den Körper wahr, du spürst, wie du durchblutest, wie das Sauerstoff durch dein Blut sprießt und du teilweise wirklich high von deinem Sauerstoff bist. Oder weil du zu viel Sauerstoff erfasst, den du nicht gerade verarbeiten kannst. Und dann spürst du es an deinem ganzen Körper. So ein bisschen wie wenn man in sehr hohen Höhen trainiert. Genau, Höhentraining, ähnlich. Das ist ja dann eher sauerstoffarm. Bei Wim Hof ist es ja dann eher genau das Gegenteil. Das war so falsch. Nicht falsch, aber es ist ja das perfekte Gegenbeispiel eigentlich so ein bisschen. Ja. Beim Höhentraining ist es ja so, dass dann mehr rote Blutplättchen hier produziert werden, um das Sauerstoff dann quasi besser aufzunehmen. Und dadurch kommt man dann ja quasi zurück ins Tal und ist dann das junge Reh, was genau viel mehr rote Blutkörperchen hat und dann halt einfach noch mehr Sauerstoff verarbeiten kann. Ist schon interessant, wie unser Körper funktioniert. Voll, mega. Ja. Deswegen habe ich auch Sport als Studium gewählt. Ja? Ja, doch, es interessiert mich schon sehr. Es ist ja schon ein bisschen wie eine Maschine so. Also, es sind alles chemische Prozesse oder viele chemische und mechanische Prozesse, die ja irgendwie vor sich gehen. Ja. Und letztendlich werden sie von elektronischen Signalen ausgelöst. Also, du hast gerade gesagt, du hast das deswegen studiert, aber irgendwas Spezifisches? Also, würde ich sagen, ja, das muss ich wissen. Oder einfach hast du gesagt, ja, das ist irgendwie cool und ich kann tanzen. Beides. Am Anfang habe ich ja, wie gesagt, versucht, die Tanzrichtung so ein bisschen einzuschlagen in der Sporthochschule.
Hab dann aber gemerkt, dass es doch vielleicht nicht so ganz meine Welt ist, weil ich dann doch lieber mein eigenes Ding mache. Und ja, und zusätzlich denke ich mal, dass Wissen doch auch immer noch sehr wichtig ist. Und selbst wenn ich mal ein Semester nicht studiere, dann lese ich mir dann halt ein paar Sachen durch, die mich selber interessieren in dem Bereich. Und Sporo hat mich einfach an gewisse Dinge auch einfach ein bisschen näher rangebracht, wo ich vielleicht so nicht hingekommen wäre. Darf ich fragen, wie lange du schon studierst? Oder ist es so? Ja, klar. Ich habe wirklich, ich bin jetzt im 11. Semester, ja? Habe aber 5 Semester Sportwissenschaften studiert. Das Studium nennt sich Sporterlebnis Bewegung. Bewegung für den Aspekt Tanz. Ja. Habe dann aber halt relativ spät im 5. Semester erst gemerkt, es ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Ich will das eigentlich gar nicht. Ja, ich war aber vom Stoff her nicht im 5. Semester, ne? Weil ich, wie gesagt, immer alles ein bisschen langsamer angegangen bin und habe dann aber recht schnell entschieden, in den Lehramtbereich zu gehen, weil das Leben als Tänzer ja doch irgendwo auch ein bisschen risikoreich ist. Verletzungen etc. pp., man weiß nicht, was passiert. Und ich denke, dass wenn man einfach ein festes Standbein hat, als in dem Fall als Lehrer dann, Sportlehrer, ist es einfacher, da Fuß zu fassen, falls ich nicht mehr tanzen kann. Also praktisch, du schaffst dir mit deiner Absicherung so ein bisschen. Genau. Ja. Und ich habe auch gemerkt, dass die so sportlichen Interessen, weswegen ich angefangen habe zu studieren, auch gar nicht so stark im Studium vorkommen. Und deswegen dann beschäftige ich mich eher privat damit und mache die Uni wirklich dann halt eher so als Absicherung fürs später. Ist es so, dass, sag ich mal, als Tänzer beanspruchst du deinen Körper ja stark, auch teilweise auch überstark. Mhm. Ist es so, dass du dann ab einem gewissen Alter meistens irgendwie starke körperliche Einschränkungen hast oder Probleme? Also zum Beispiel bei Ballerinas ist es doch oft so, dass sie irgendwie mit den Füßen irgendwie so starke Probleme haben. Ja, oder? Ich glaube, da gibt es bestimmt irgendwo so ein paar Lehrer in der Ballettwelt, die da krasse Methoden haben. Auch die Russen wieder. Nicht schonend oder präventiv gearbeitet wird, sondern eher... ja, wir machen dich krass, aber wir garantieren dir keine gesunde Zukunft. Ich denke, das ist einfach was, da sollte man vorsichtig sein. Und deswegen, ich muss ehrlich sagen, als Hip-Hop-Tänzer, ich war früher immer auf dem Boden, auf den Knien unterwegs. Habe jetzt im Laufe meines Sportstudiums und meines Wissensstandes, den ich mir erarbeitet habe, schon gecheckt, okay, das war nicht so schlau, da in so frühen Jahren meine Knie schon so stark zu belasten. Deswegen mache ich das jetzt nicht mehr so. Oder wenn, dann mit ganz dicken Knieschonern. Ja, aber da wird man einfach ein bisschen sensibilisiert für, dass man da ein bisschen präventiv arbeitet und nicht so full out immer geht. Okay, für die Gelenke. Also du bist dann auch manchmal dann so auf der Bühne, wo du sagst, okay, jetzt muss ich zurückschalten, so sonst knackt's, oder? Ja, doch, schon. Das ist okay. Letztes Jahr habe ich die Ehre gehabt, mit Channing Tatum eine Magic Mike Performance zu machen. Habe ich gesehen. Ja. Killer. Bei Heidi Klum da im Finale, Germany's Next Topmodel, das war meine absolute Favorite Performance, die ich so im kommerziellen Bereich je machen durfte. Und da war das auch so eine Nummer, wir waren halt wirklich fast nur auf den Knien und wir haben 5 Tage lang mit den dicksten Knieschonern geprobt, weil wir unsere Gelenke so stark belastet haben, sind teilweise durch die Luft geflogen und so weiter und so fort. Das war schon, das war so ein Ding, wo ich dachte, okay, wenn du das jetzt einen längeren Zeitraum machen würdest, da wird dein Körper auf lange Sicht wahrscheinlich nicht mitmachen. Oh Gott. Und da wirst du einfach nochmal so, das ist so ein Weckruf gewesen. So, dann sagt dein Körper, yo. Pass mal auf. So. Ich sag dir was. Take care. Hast du auch Breakdance getanzt? Mhm. Ja, 2 Jahre lang. Damals neben dem Hip-Hop-Choreografie-Tanz und Freestyle-Training habe ich dann noch Breakdance angefangen. Ja. Das hätte mich auch irgendwie immer interessiert, so ein bisschen. Weil ich bin auch immer so ein, nicht Körperklaus, aber... Mhm. Darf ich aber einmal kurze Sache anmerken? Ja, gerne noch 2. Breakdance ist tatsächlich nicht der korrekte Begriff. Das ist der kommerzialisierte deutsche Begriff. Oh. Eigentlich heißt es B-Boying. Ja, doch, stimmt, das wusste ich. Genau. Und das steht für Breakboy. Break, weil damals in den Musikstücken von James Brown gab es immer eine Stelle, wo er aufgehört hat zu singen und die Musiker gejammt haben. Ja, genau. Und das war immer der Break. Und das wurde dann immer benutzt auf den Partys. In diesem Break wurde dann gebreakt. Und dann kamen die Breakboys, die B-Boys und haben auf dieses Instrumentalstück ihre Kunst quasi präsentiert, was damals auch noch gar nicht akrobatisch war, sondern das wurde alles im Stehen oder auf den Händen ausgeführt. Auf den Händen. Genau, ja. Und das ist so die Geschichte. Und dann haben die Deutschen gedacht, okay, B-Boying, was ist das? Wir nennen das mal Breakdance. Ja? Das ist Brechtanz. Europa hat das so ein bisschen in die Richtung Breakdance geführt. Eigentlich ist es B-Boying. B-Boying. Also ich kenne den Begriff B-Boying und mir wurde es tatsächlich genau so erklärt. Und das ist immer in der Schauspielausbildung.
Auch von der Tänzerin. Stark. Ja, weil die hat auch in New York viel getanzt. Darf ich fragen, wie sie heißt? Vielleicht kennst du sie. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie sie heißt. Es war ein Kurs, den wir bei ihr gemacht haben, 5-mal. Das war in Mad City. In der Mad City? Ja. Bei der Frieda Frost oder bei der Dani vielleicht? Ah, ist auch nicht so schlimm. Ich weiß es nicht mehr genau. Also auf jeden Fall Kölner Urgesteine in der Hip-Hop-Kultur. Ja? So, ja. Mhm. Ich glaube, sie wohnt in Ehrenfeld. Ich sehe sie da auf jeden Fall ab und zu. Ja, das kann sein. Und dann ist sie, yeah, ja, es geht. Ja. Ja, ja. Aber das fand ich auch richtig cool und richtig interessant, weil es ist ja dann eher aus dem, was ist es, Jazz-Funk eher? Also, was genau meinst du jetzt mit dem B-Boying? Gekoppelt oder? Ja, yeah, warte. James Brown. Das ist Funk. Funk. Das sind Funk-Tänze. Da gehört Locking, Popping und Boogaloo dazu. Boogaloo? Genau. Boogaloo ist alles, was so ein bisschen mehr in die wavige Richtung geht. Ja. Ich kenne einen Club, gab's mal hier, der so hieß. Oder eine Bar. Ja. Boogaloo. Genau. Man. Ja, cool. Dann bist du ja auch schon mit B-Boying in Kontakt gekommen. Ja, so ein bisschen halt. Also ja. Die Geschichte dahinter. Ja. Ja. Aber es ist cool. Es ist auf jeden Fall die Hip-Hop-Kultur und Szene hat mich halt irgendwie, wir haben vorhin schon drüber geredet, immer mehr interessiert als so dieses Normale, weil es halt dagegen anders, sehr, uff, man kannte es nicht. Mhm. Und wie kamst du dann, sag ich mal, zum Hip-Hop? Weil du hast ja dann wahrscheinlich erst normal getanzt, oder? Mhm. Ich habe ja diese Show-Tanzgruppe damals da gesehen, genau. Ne, Stadtfest, wo ich eben schon von erzählt habe am Anfang. Und da habe ich dann angefangen, sag ich mal, dass es wirklich in einem Kurs war. Vorher war es ja nur für mich. Und dann bin ich recht schnell in ein Jugendzentrum in Aachen gekommen. Shoutout an meine Jungs aus Aachen. Shoutout. Yes, wo halt einfach Musik gespielt wurde und es war recht offen, jeder konnte kommen und dann wurde quasi einfach trainiert. Und jeder hat seinen Freestyle trainiert quasi, ne? Wie wir es eben schon gesagt haben, das heißt, läuft Musik und jeder macht Freischnauze so ein bisschen seine Moves. Und da bin ich dann recht schnell in diese urbane Hip-Hop-Welt gerutscht, die mich halt einfach am meisten gecatcht hat und für die ich brenne. Hast du auch dann so Modern Dance oder Ballett gemacht? Später habe ich eine Ausbildung zum Tänzer gemacht, nach meinem Abi. Eine 2-jährige Hip-Hop-Tanzlehrerausbildung. Wo macht man sowas, wenn ich fragen darf? Das gibt es schon in mehreren Städten so in der Art. Die Ausbildung, die ich gemacht habe, da habe ich dann ein Stipendium auch für bekommen. Das heißt, ich habe die auch nicht gezahlt. Mhm. Sonst wäre ich vielleicht auch gar nicht damit, das wäre es gar nicht für mich in Frage gekommen. Die war in Erftstadt bei der DTHO, das ist die Deutsche Tanzlehrer- und Hip-Hop-Organisation. Die machen auch deutsche Meisterschaften. Okay. Wo ich dann auch immer jährlich mit dabei bin als Jurymitglied und so. Und da habe ich dann 2 Jahre lang meine Tanzausbildung gemacht, wo ich auch Ballett gelernt habe und so. Das war halt alles prüfungsrelevant. Ja. Boah, Ballett ist so schwierig. Mega, mega. Es ist so schwierig. Und ich immer so, also wir haben es nur angeschnitten gehabt in der Ausbildung, dann so Tendu und Tendu, Arabesque, Belle. Ich dachte mir am Anfang so, hey, was mache ich hier? Aber es ist so schwierig, Mann. Voll. Ey, das war für mich auch, ich erzähle das immer gerne, weil ich bin so in die Stunde reingekommen und das war das erste Mal, dass wir Ballett hatten und die Dozentin war noch nicht da und alle hatten ihre Schuhe aus, eine Leggings an und ich war halt noch so, ich bin halt richtig Hip-Hop groß geworden. So Baggy so. Ja, ich war mit einer Baggy da, mit meinen Schuhen und alle meinten so, yo, willst du denn nicht deine Schuhe ausziehen? Und ich war so, muss das sein? So, ich weiß nicht. Und dann kam zu dem Zeitpunkt, war ich halt noch... wie alt war ich da, weiß ich nicht, 18, gerade Abi gemacht, so, ich war noch einem ganz anderen Standpunkt. Dann kam halt die Ballettlehrerin und es war eine übelst hübsche junge Dame und meine Motivation war halt auf einmal ganz anders. Okay, man weiß, wieso das tun so. Okay, stand in der ersten Position, please. Und so, dann ging's los. Alles, was Sie sagen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich dann das auch ein bisschen ernster genommen. Habe es dann auch durchgezogen, die 2 Jahre. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ein enorm viel besseres Körpergefühl bekommen. Ja. Ganz krass. Meine Haltung. Ich habe Muskeln an Stellen bekommen, wo ich nicht mal wusste, dass ich da Muskeln habe. Oder Kraft, sage ich mal, sagt man, Kraft. Dahin aus dem kann. Die Muskel bewegen kann. Jetzt hat mir der Begriff gefehlt. Ja, genau. Passiert. Und war interessante Erfahrung. Und da habe ich natürlich dann auch bis dann mit Contemporary in Kontakt gekommen, mit Jazz, mit Modern Dance, mit zeitgenössischem Tanz und so weiter und so fort. Wo ich dann im Nachhinein sagen kann, war alles lehrreich, war alles interessant für den Körper, für die Lehre, aber
ich bleibe dann doch der Hip-Hop-Kultur treu, ja. Und da fühle ich mich einfach geborgen und sicher. Ja, Hip-Hop-Kultur, also ein bisschen immer schön. Hast du dann auch deine Crew? Hast du eine Dance-Crew? Ja, früher hatte ich eine Fam in Aachen, so haben wir uns genannt. Mittlerweile bin ich hier in Köln in einer Crew namens King Squad. Das kommt, habe ich gesehen. Shoutout an meine Jungs King Squad und Girls. Ich sage immer Jungs, aber wir haben auch Girls. Ja, das ist so, muss man sagen. Muss man sagen, ganz muss man wichtig. Sagen, ist richtig. Ganz besonders zu der heutigen Zeit. Ja, und da bin ich auch erst seit einem Jahr oder so jetzt dabei. Ja. Und ist cool, weil das ist das erste Mal, dass ich wirklich in einer Tanzcrew bin, wo auch viel Kommunikation stattfindet, viel Training, jetzt gerade aktuell nicht wegen Corona, aber ist ein cooles Gefühl, ja. Mal gezogen zu werden. Ich bin immer so jemand, ich ziehe gerne Leute in meinem Umfeld, wenn jemand bei mir ist und sagt, hey, ich würde gerne tanzen, dann packe ich dich und nehme dich mit zu jedem Event, zu jedem Training und so weiter und so fort. Und das ist das erste Mal, dass ich jetzt wirklich so jemand habe oder mehrere Leute habe, die sagen, jo, wir nehmen dich jetzt mal mit. Ja, und das ist cool. Mal die andere Seite. Das ist cool, ja, mal gezogen zu werden auch. Also dann auch zu, gezogen werden im Sinne von, manchmal fehlt dir die Motivation, irgendwas zu machen? So von so, hey, komm, nee, Arsch hoch jetzt. Das Problem habe ich nicht. Nee? Das Problem habe ich nicht. Sondern einfach darauf aufmerksam gemacht. Cool. Ja, genau. Weil manchmal, das ist ja nicht so wie jetzt, sag ich mal, wenn du in einen Club gehst, dann gibt es eine App, wo du in jedem Club gucken kannst, was ist am Samstag für eine Party, was ist am Freitag für eine Party. Das gibt es für die Tanzwelt in der Form noch nicht so perfekt ausgebaut, dass man immer weiß, okay, da findet das und das und das statt. Aha. Und dann, wenn man halt eine Crew hat, wo 20 Leute aktiv in dieser Szene sind, dann schreiben die in die Gruppe, yo, am Samstag ist ein Battle in Stuttgart und dann fahren wir nach Stuttgart. Ja? Ja. Von dem ich zum Beispiel dann nichts wusste. Und dann, das ist für mich dann, okay, die ziehen mich. Weißt du, die erinnern mich daran oder machen mich darauf aufmerksam, da ist was, okay. Lass uns da als Crew hinfahren und dann fahren wir da hin. Macht ihr dann auch so Tournaments? Oder so, also ihr sagt ja gerade Battles. In Battles. Ja. Ich meine, wie entscheidet die Jury oder wie entscheidet, wer besser ist? So? Ist subjektiv. Ja? Es ist oft so, dass Judges, also man sollte versuchen, immer seinen persönlichen Geschmack rauszulassen. Ich denke, es geht in erster Linie darum, die Originalität des Tanzstils, den du vertrittst, beizubehalten und wie schaffst du es, deinen eigenen Stil mit reinzubringen, ohne dass du den Stilzweck entfremdest. Ich denke, das ist so die Kunst, okay, beim Battlen, dass man einfach dem Stil treu bleibt, aber trotzdem seinen eigenen Flavor mit reinbringt. Das ist das, was ich eben meinte mit dem Essen. Ne? Wir sind im Pasta-Bereich, aber jeder macht seine eigene Soße, jeder macht sein eigenes Gemüse oder was auch immer. Und das ist so der Flavor, den du ins Tanzen mit reinbringst, indem du einfach verschiedene Einflüsse, aber die Grundlage ist immer noch immer die gleiche. Immer also die gleiche. Pasta. Genau, ja. Nicht das auf einmal mit Pizza. Manchmal ist es Spaghetti. Ja, Pizza ist auch geil, aber das ist dann ein anderes Gericht halt. Und dann musst du halt dann warum auch... Warum ist das im Ofen? Genau. So, du kannst halt nicht als Popping-Tänzer in eine Hip-Hop-Battle gehen und dann denken, dass du damit... Also, kannst du schon... Ist vielleicht auch lehrreich, ja, aber das so ist halt Elementen einfach nicht arbeiten, Sinn so der Sache. Und eine gute Jury erkennt dann halt einfach, tanzt er gerade Hip-Hop, wie originell ist das, wie speziell und wie sehr ist er auch auf die Musik. Das ist halt auch immer so eine Sache. Ja. Musikalität. Also du, ganz wichtig. Ja. So, ja. Ist dir eigentlich schon mal sowas richtig, 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 richtig Peinliches auf der Bühne passiert? Boah. Also wo du schon öfters. So, ja, ja. Ich muss tatsächlich jetzt nicht überlegen, ob es was gibt, sondern was ich erzähle. Weil was ich erzählen kann, weil es so peinlich ist. Es sind schon viele peinliche Sachen passiert. Einmal ist mir eine Hose gerissen. Ja, aber du hattest Bühne. Was drunter? Es war, ich hatte was drunter. Ja, klar. Das ist unangenehm gewesen. Was erzähle ich denn jetzt? Da gibt es tatsächlich ein paar Storys. Da hast du jetzt echt eine gute Frage gestellt. Wenn es dir zu peinlich ist, musst du es nicht beantworten. Das ist okay. Ja. Du bist nicht gezwungen. Ich kann nur sagen, dass es immer wieder Momente gibt. Also 2018 habe ich für Rita Ora getanzt. Ja. Das war mein erster internationaler Star. Und es ist lustig, dass ich das jetzt erzähle, aber ich glaube, vielen ist es gar nicht aufgefallen. Und ich glaube, wenn das jemand hört von meinen Freunden, werden sie sich das Video bestimmt nochmal anschauen und dann sagen, da ist der Fehler passiert. Und zwar hatten wir eine Anfangssituation, wo wir zu sechs deutsche Tänzer, Background-Tänzer von ihr, standen quasi in so einem Pulk zusammen. Und unser Ziel war es, auf die sechs den Pulk zu öffnen in eine große, smooth Bewegung. Und kurz vor der Show, wir haben das 4 Tage lang einstudiert, kurz vor der Show hat unsere Choreografin gesagt, yo, wir nehmen nicht den Count 6, sondern wir nehmen den Count 7, weil die Kameraeinstellung so geregelt ist, dass die einen Count zum Switchen brauchen, um euch ein Bild zu haben. Weil das heißt, vorher war Rita Ora im Bild, ja, und dann sollte der Pulk im Bild sein. Und wir durften dann nicht mehr öffnen auf die 6, sondern auf die 7. Und das hat sie uns 2-3 Minuten vor dem Auftritt gesagt. Oh, scheiße. Und ich war so, okay, kein Problem, kriege ich hin.
konzentriert und dann bin ich die Choreo nochmal durchgegangen und dann ging es los, Showtime, wir gehen auf die Bühne, Echo, Musikpreis, der letzte war das auch, 2018, mega der Druck, du weißt, es ist live, deine ganze Familie guckt zu, deine ganzen Freunde guckt zu und dann stehst du in einem Pulk von den 6 Tänzern und du siehst, Rita Ora kommt rein, sie fängt an zu singen, macht ihre Performance, die Kamera ist auf sie gerichtet und du zählst 1, 2, 3, 4, 5 und dann bist du so, 4 Tage lang hast du diese Choreo gelernt, dann bist du so auf diese 6 fokussiert, dass dein Körper automatisch, bei mir war es der Fall, die anderen haben es geschafft, dass ich so, und dann 7 habe ich dann geöffnet quasi. Und es ist halt so nice im Bild zu sehen, dass wirklich alle freezen und ich bin so, und dann 7. Ja, und das war halt schon, es ist eigentlich gar nicht so peinlich, aber es war für mich einer der wichtigsten Auftritte, die ich haben durfte und das war dann im Nachhinein schon so. Das hat sich wahrscheinlich eh versendet. Jeder hat zugeguckt. Ja, das war peinlich. Ja, ist wahrscheinlich dann so gut wie keinem aufgefallen, also außer die Leute, die halt eingeweiht waren. Genau, oder ich weiß nicht. Ich bin gespannt, wer das Video sich nochmal anschauen wird. Ich guck's mir nach dem Interview. Hey, du, wir sind jetzt auch schon bei 59 Minuten. Wow. Es ist krass, jedes Mal, es geht so schnell rum. Ja, Servus, sag ich da, oder? So. Euda ist schon das ist auch ein geiles Wort, Euda. Das kannst du so vielseitig einsetzen, das ist toll. Ja, da lief das Mikro eben noch nicht, ne, wo wir darüber gesprochen haben. Nee, leider nicht. Dass Manuel, den ich heute Morgen fälschlicherweise André genannt habe. Das ist okay. Das ist sehr der Name aus München kommt und wir deswegen ein bisschen geäudert haben und geservust haben. Für Außenstehende klingt das jetzt, glaube ich, komisch. Okay, stopp. Ja. Hey, wir haben noch eine kleine Aufmerksamkeit, die wir unseren Gästen immer schenken, gerade in solchen Zeiten. Nice. Das ist eine Maske mit unserem Logo drauf, damit ihr auch natürlich safe bleibt. Die kann man wunderschön waschen. Die ist super bequem. Baumwolle bei 30 Grad. Nice, die kann man sogar quasi dann auf Du kannst die Größe anpassen. Ne? Genau, also ich habe nämlich so eine, die ratscht mir immer hinten das Ohr auf. Ja, ich glaube, dann ist das ja mega angenehm. Ich glaube, cool, die ratscht nicht sofort. Chillig. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Finde ich mega cool. Nice. Folgt Tim auf Instagram und seiner Crew und seiner Cologne Dance Community. Cologne Dance Community und Timothy Schmitz ist mein Instagram-Name. Timothy Schmitz aus dem Schmitz hier in Köln. Da muss ich noch ganz kurz einen kleinen Nachtrag geben. Wir natürlich wieder in der Belle Etage aus dem Schmitz. Und dieses Jahr ist 25-jährige Ausstellung von, also ihre Ausstellung, die immer jährlich eigentlich ist oder ist. Und dieses Jahr hat sie 25. Jubiläum. Es kommen sehr viele internationale Künstler, Jungkünstler und aber auch relativ bekannte Künstler. Schaut vorbei, es lohnt sich. Vielen lieben Dank und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Together is my favorite place to be. Hoffentlich nach Corona wieder genauso. Ja, hoffen wir es. Damit wir diese Sachen und diese Sachen hier wieder ohne Probleme aus. Ja, ein bisschen tanzen wieder. Ja, safe. Ich bedanke mich.